Hallo und herzlich willkommen beim Twin Travel Team. Hier der dritte Teil, die Fahrt nach Danzig von Zvergina. Es hat in Strömen geregnet, deshalb gibt es von der Fahrt keine Aufnahmen. Und hier ist schon gleich die Ankunft bei unserem B&B, das wir für 2 Tage gebucht haben. Die angegebene Adresse war das Privathaus des Managers und wir durften dann durch den Garten auf den Parkplatz fahren. Die Mopeds standen direkt sicher vorm Eingang des umzäunten Geländes mit großzügigen Parkplätzen. Von hier aus war die Altstadt von Danzig in ca. 30 Minuten zu Fuß erreichbar. Hier sind wir mal auf der Terrasse von dieser Unterkunft. Richtig schön mit diesen Holzmöbeln. Hier unten ist der riesengroßen Parkplatz. Und da hinten durch die Wiese sind wir durchgekommen. Halt das Haus da hinten ist die eigentliche Adresse, wo auch im Internet drin steht. Und wenn ich euch jetzt mal alle auf den Kopf stelle, geht es hier unten mit den Parkplätzen noch weiter. Und ganz da unten in der Ecke stehen unsere Mopeds. Und man sieht, alles schön eingezäunt, schön angelegt. Ja, und das ist wie gesagt die Terrasse, frei zugänglich. Ja. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite vom Haus. Hier sind auch wieder jede Menge Parkplätze. Jede Menge. Auch wieder mit Zaun und Tor, was abends zu ist. Ja, Balkon. Sehr schön. Hier ist das Treppenhaus. So, nachher gibt es mehr. Das sieht ein bisschen unordentlich aus, aber das ist normal. Hier jede Menge Ablage, Schubladen, Fernseher. Hier ein super bequemes Bett, Dusche, WC, logisch. Und es gibt hier auch Zimmer ohne Bad. Und alles schick gemacht, alles relativ neu. Ja, mega Schränke, auch mit Spiegel. Ja, und hier waren wir schon im Hafen der Altstadt von Danzig. Danzig ist eine ehemalige Hansestadt und Zentrum der Kaschubei. Es ist der größte Seehafen von Polen mit fast 470.000 Einwohnern. Hier ist ein Touristenschiff, das so der Black Pearl nachempfunden wurde, wo man den Hafen besichtigen kann. Das Schiff heißt Gdansk, was auf Deutsch Danzig bedeutet. Hier sieht man das Opernhaus von Danzig und links das Riesenrad, das im Hafen ständig aufgebaut ist. Im Hintergrund sieht man das Krantor, eines der Wahrzeichen von Danzig und vom historischen Hafen, das seit dem 15. Jahrhundert seine heutige Form hat. Das hier sind Laufräder, in denen Menschen die Seile angetrieben haben, wo die Lasten dann von den Schiffen herausgehievt wurden, um sie dann in den Lagerhäusern zu verteilen. Hier die Mariengasse, in der Bernsteinschmuck angeboten wird. Danzig ist auch sehr bekannt für die Bernstein-Schmuckverarbeitung.
Große Teile der Innenstadt wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört, geplündert und angezündet. Nach dem Krieg dann nach historischem Vorbild wieder aufgebaut. Das hier ist der Neptunbrunnen, im Hintergrund der Artushof und hier links im Bild jetzt das Rathaus. Ein wunderschöner Blick in eine der Gassen der Altstadt. Und hier schöne Fassaden der wiederaufgebauten Häuser. Die Katharinenkirche mit ihrem 76 Meter hohen Turm. Dann hieß es auch schon wieder Abschied nehmen von Danzig und wir sind nach Leba gefahren, die bekannt ist für ihre Wanderdüne, der größten in Europa. Dieser schöne Campingplatz Morski war dann für die nächsten 2 Tage unser Domizil. Und hier am Ende noch ein paar schöne Aufnahmen mit Impressionen von der polnischen Ostsee. Und einen Daumen hoch würden wir uns sehr freuen. Und wir sagen Tschüss bis zum 4. Teil unserer Polenreise. Bis dann.